toi toi toi, es gab keine irgendwie größeren Verletzungen und hoffen wir natürlich, dass es so bleibt. Aber auch irgendwie so, macht den Eindruck, als ob ihr als Team auch gut zusammengewachsen seid. Was brauchst du? Holz. Toi toi toi. Okay. Ey, warte mal ganz kurz. Ich muss wirklich, ich bin sehr komisch, wenn es um so Sachen geht. Toi toi toi, sorry. Da bin ich krass abergläubig. Tatsächlich ein relativ angenehmer Flug und war einfach froh, angekommen zu sein. Ja, es ist schon sehr heiß draußen. Das heißt, man verbringt jetzt, also ich verbringe halt kaum Zeit draußen, weil es einfach zu heiß ist. Ist nicht so ganz meine Welt, muss ich sagen. Also ich gehe schon gerne raus oder keine Ahnung, gehe draußen essen, gehe spazieren oder ins Restaurant oder ins Café oder was auch immer. Und halt nur in so klimatisierten Räumen zu sein, ist nicht so wirklich meine, let's say, Comfort Zone. Also ich finde tatsächlich, das Klima innen ist die große Herausforderung. Weil es ist draußen gefühlt 40 Grad und innen gefühlt 10. Also das ist immer, die Klima ist maximal an und ich finde dann gerade, wenn man so nach dem Training oder beziehungsweise von außen nach drinnen kommt, immer so ein bisschen verschwitzt ist, dass man da irgendwie aufpassen muss, dass man nicht krank wird. Weiß nicht, die haben das gesperrt, wirklich. Nein, nicht viel. Wir sind in Dubai gelandet und sind dann mit dem Bus nach Abu Dhabi gefahren und haben Karten gespielt und dann im Laufe der Busfahrt habe ich gemerkt, oh. Ich glaube, er musste ganz dringend auf Toilette. Und ich habe es ihm natürlich auch gerne ein bisschen schwer gemacht. Wir spielen ja jetzt schon ein bisschen länger zusammen und ich muss auch häufiger auf die Toilette und Maolo ist immer derjenige, der dann irgendwelche Wasserfall-Sounds anmacht oder weißt du, mich richtig provoziert. Und ich glaube, das wollte er mir jetzt diesmal rückzahlen. Hat mir auch dann wirklich Spaß gemacht, dass der Bus dann nochmal eine extra Runde gedreht ist und nochmal ja, beim Einparken ein bisschen länger gebraucht hat. We've had an excellent camp. The only adversities were really trimming the team down, making a couple tough decisions. You know, especially the Kratzer decision was really tough. Jeder hätte es verdient, dabei zu sein. Wobo, Chris Sengfelder, dann Luis Olinde, mit dem ich auch mehrere Jahre schon zusammengespielt habe, Oscar da Silva, Leon Kratzer. Aber nichtsdestotrotz, auch 11 und 12 oder auch eben die Leute, die den Cut nicht geschafft haben, die uns aber extrem geholfen haben, diese durch WM-Qualis, EM-Qualis, damit wir als Team daran teilnehmen können. Das ist sehr viel wert und ich glaube, da können die Jungs auch stolz auf sich sein. Thank you.
No, first of all, we did goals, performance goals, and talked about our identity. You know, I want players to think a little bit. Das ist verdammt wichtig, zu wissen, wo es hingehen soll, dass man ein Ziel hat, auf das man hinarbeiten kann. Es ist aber auch, glaube ich, genauso wichtig zu wissen, also sich Zwischenziele zu setzen und auch zu wissen, wie man diese Ziele erreichen kann. Also ich glaube, wenn man sich einfach Ziele setzt, ohne einen Plan zu haben, dann hört sich das eher so an wie so ein Traum. Hey, first thing we do, we start with the end in mind. Hey, we need a World Cup goal. Ich denke, dass so Meetings auch auf jeden Fall psychologische Einflüsse hat auf die Mannschaft. Als Mannschaft wurden wir in verschiedene Gruppen geteilt und haben dann so besprochen, was wir für uns entscheiden wollen, was die Ziele sind. Das heißt, am Ende war das so eine Gemeinschaftsentscheidung. Ja, ich glaube, wir haben einfach darüber gesprochen, was wir erreichen wollen, was natürlich auch möglich ist und wie wir diese Ziele erreichen können. At the end of the day, when the World Cup's over, what do we want? Certain people have said certain things. All right? But what do we want? Goals have to be measurable. You got to be able to look at it and say, yes, we did it or no, we didn't do it. Ich glaube, wenn man ein klares Ziel hat und sagt, okay, hey, dieses Ziel wollen wir erreichen und das sind die Wege, wie wir dieses Ziel erreichen können und das sind quasi unsere Zwischenziele, was weiß ich, ob es jetzt ein offensives Ziel ist, zum Beispiel Offensiv-Rebound, da wollen wir, den wollen wir dominieren und ich finde, so kann man so hohe Ziele relativ gut greifbar machen und ich glaube, das macht es auch einfach vom Gedanken her realistischer, diese Ziele zu erreichen. Das war schon sehr beeindruckend. Ich glaube, das war das erste Mal, dass ich so richtig in so einer riesigen Moschee war. Und das war wirklich sehr, sehr beeindruckend. Es war so ein bisschen nahbarer so von der Architektur, wenn man gemerkt hat, das ist jetzt nicht etwas, das, keine Ahnung, in der Renaissance gebaut wurde oder vor hunderten von Jahren, sondern... Ich glaube, vor 11 Jahren wurde die fertiggestellt. Oder nee, 11 Jahre hat es gedauert. Ich glaube, 2007 ist sie fertig geworden. Also wirklich... sehr modern, sehr beeindruckend, wie das gebaut wurde. Was ich krass fand, war dieser handgemachte Teppich, der in der ganzen Moschee verlegt war. Das ist unglaublich. Also da wirklich, ich will gar nicht wissen, was das alles gekostet hat. Aber die Moschee war auf jeden Fall sehr beeindruckend, sehr schöne Architektur und war wirklich interessant. Das ist so, war bis, wie gesagt, das war in der Hinsicht etwas, was ich noch nie so richtig gesehen habe. Und es war sehr, sehr, sehr imponierend und eine coole Erfahrung. I think you need needles. This feels great. You want me to be authentic or lie? Your choice. Okay. Usually my that was the face leg. Of happiness right there. I hope you really Lacey captured that. And it's us. You're seeing this already? Oh, you don't want... Everyone's ears will bleed. Oh, a beatbox. All right, go to your meeting. Yesterday, just going through the roles with each player individually
and then explain each player's role to the team in a group setting. So for me, it's just about being on the same page with all the players. Players have an understanding where they're at. Back of us. Just want to talk about the role. Okay. Nothing changed. Captain, leader, lead the game, create for others and itself, defensive presence. Ich denke, Rollenverteilung ist immer ein wichtiges Thema in der Mannschaft, dass jeder in der Lage ist, das zu bringen, was er bringen kann. Und ab und zu ist es schwer, ab und zu muss man eine Rolle annehmen, die man vielleicht nicht annehmen möchte. Daher ist es schon immer eher ein seriöses Thema, aber auf jeden Fall notwendig. First of all, shooter, rebounder, passer, extremely high IQ. Okay. And you got locker room, it's really important too. You keep us together, this and that. As things go off a little bit, we gotta stay together. On the floor, we gotta stay together. We gotta practice a little bit different. We go at each other, but we're in that locker room, we go on the floor, we gotta be one. You know, we're gonna have some ups and downs in games. Okay? We gotta be one. More or less in these individual meetings, it was more about, hey, this is your role. It's our job, my job as a coach, our job as coaches to make them understand that and how important that is for our team going forward. Right here? Right there. That's the desk seat right there. Brett's been pretty good. We might try to get you in with that second unit a little bit. Scorer, shooter, creator, and almost like a point forward. Basketball ist ein Teamsport und am Ende gewinnt die Mannschaft, die am besten funktioniert. Und dazu gehört jeder Spieler und dazu ist es wie ein Puzzle am Ende. Jeder Spieler muss in seiner Rolle das tun, was er gut kann, um der Mannschaft beizusteuern. Und das ist sehr wichtig. Also am Ende nur die besten Spieler zu haben oder das bringt alles nichts auf Papier. Man muss tatsächlich eine Mannschaft haben, die funktioniert und wo auch Rollen ganz, ganz klar irgendwie verteilt sind, glaube ich. Die Vorbereitung, die wir haben, ist kurz, also selbst Spiele, die wir spielen und wo halt Zuschauer in die Halle kommen, kann man auch eigentlich als Trainingseinheiten sehen für uns, weil so viele Trainingseinheiten haben wir nicht als Mannschaft, dass wir sagen können, wir sind schon 100% eingespielt. Also wie gesagt, am Ende des Tages sind wir dabei, uns als Mannschaft zu finden und mehr zusammenzukommen und
das wird uns jetzt noch gelingen in den nächsten zwei Testspielen beziehungsweise Trainingseinheiten. Ist umgeknickt, ja? Ja, aber es ist okay schon. Also auf Fuß gelandet? Ja. Alles schon, das ist gut, das ist gut. Aber das ist ja ein Stopp. Nein. Yeah, I mean, Germany's an excellent team, and we're excited to play them. Back that shit up, Isaac! They're one of the best teams in FIBA. It'll be very physical. Losing gives you an opportunity to get better. It gives you an opportunity to stay strong. And you know, this, you know, I thought we got better in the two practices we had here. So, and now we got to take it to the game floor, and you know, we got to play, learn from them, and move on. Willst du sauber machen? Also, damit man das, ist ja ein deutscher Kanal hier, damit man das so mitkriegt. Diese deutsche Anspannung, pünktlich zu sein, die liegt hier in der Luft gerade. Man hat gerade gegen die USA verloren. Und alle sind so halb gut drauf, aber gut gespielt. Jetzt ist direkt der nächste Termin. Ja? Keine Recovery, sondern
Es geht darum, jetzt pünktlich zum Check-in zu kommen. Das ist Deutschland for you, Alter. Wir sind pünktlich angekommen. Wir fliegen in 3 Stunden. Also alles gut, keine Sorge. Das deutsche Herz ist in Ordnung. Wir haben uns als Ziel eine Medaille gesetzt.